Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Gate 13 am effektivsten für dich nutzen kannst. In diesem Video zeige ich dir, wie du am allerbesten Gate 13 für dich nutzt und dir den maximalen Nutzen rausholst. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, wie ich schon im anderen Video gesagt habe, die neue Version von der Morning Knight, die 3.0 in MDR zu holen. Denn Gate 13 ist dein Fundament und das tägliche Hören von der Morning Knight wird dir den ersten Stock bauen, dann den zweiten Stock, dann den dritten Stock und später dann ein Dach hinsetzen. Und dann wirst du dich zu diesem Dach stellen und dann losspringen und fliegen können. Ja. Damit meine ich, du wirst damit das Fundament aufbauen, um in den Awakening-Zustand hineinzugehen. Und ich weiß, es ist nichts notwendig, um in den Awakening-Zustand hineinzukommen. Doch für unseren Verstand ist ein Prozess notwendig. Dieser Prozess führt uns eben in die Ebenen des Bewusstseins, in eine höhere Schwingung. Und von dieser Schwingung her können wir dann durch das Loslassen uns von unseren Ego, von unseren Denkmustern und Konstrukten und von den Denken an Vergangenheit und an Zukunft loslösen. Und deshalb ist es wichtig, eben, dass du dieses Video ansiehst, bevor du mit der Gate 13 startest, damit du einfach weißt, was du zu tun hast. Ja. Ich empfehle dir, Gate 13 in Kombination mit drei anderen Frequenzen zu hören, um die Wirkung zu verstärken. Muss nicht sein. Also du musst es nicht hören. Und zwar, das ist Gate 6, Gate 11 und Gate 12. Es ist keine Pflicht. Du kannst auch so einfach mit Gate 13 starten. Die Code wird da wirken genauso, als ob du, also es ist nicht 1:1 dasselbe, wenn du die Code Wörter vorher trainiert hast. Aber sie wirken auch, wenn du sie noch nie gehört hast. Ja. Das ist eben wichtig zu wissen. Ja. Also, die optimale Nutzung von Gate 13 ist so, dass du, wenn du sie runtergeladen hast, hören kannst, wann du willst, am Tag, also früh, Mittag, am Nachmittag, Vormittag, egal wann, am Abend geht auch. Wichtig ist nicht direkt vor dem Schlafen gehen, ja. Weil dann schläft man sehr oft ein. Also, du kannst es probieren, ja. Auf jeden Fall, hör sie dir eine Woche lang jeden Tag an. Ja, ich empfehle immer so in der Mitte des Tages, ja. Dann empfehle ich dir, und das ist zwingend notwendig, um diesen höheren Bewusstseinszustand zu erlangen, die 3.0-Version von der Morning Knight. Und die hörst du dir parallel an. Das heißt, irgendwann am Tag die Gate 13 und dann vom Schlafen gehen die Night Meditation und in der Früh nach dem Aufstehen die Morning Meditation. Dann wieder Gate 13 am Tag irgendwann und dann wieder Night, Morning und dann wieder 13. Das machst du dann eine Woche lang. Und nach einer Woche kannst du damit Gate 13 aufhören und Morning Night nur noch machen. Ja? Und wenn du Morning Night eine gewisse Zeit lang gemacht hast, kannst du dann umschwenken in die Blitzversion der Morning Night. Ja? Nach einer Woche, dann hast du die kurze Morning und die kurze Night, wo immer noch die Codewörter von Gate 13 und Co. verankert werden und täglich trainiert werden. Ja? Und dann kannst du eben die Morning Night hören, so oft du willst. Und du wirst merken, die Morning Night hat den Effekt, dass sie dir auf der einen Seite die ganzen Codewörter, die wir im Gate-Programm trainieren, jeden Tag verankert. Ja, das ist natürlich jetzt eine coole Sache, ist, weil du arbeitest mit dem Gate-Programm und jetzt kannst du nur mit der Morning Night jeden Tag, Blitzversion oder die lange, ist egal, bei beiden sind die Codewörter drin, kannst du dann jeden Tag alle Codewörter auffrischen und das ist natürlich grandios. Und dann hörst du eben die Morning Night so oft du willst. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem, was du tun kannst, um den Awakening-Zustand selber zu indizieren. Und zwar, du kannst das machen entweder davor oder danach. Ich empfehle dir danach, wenn du die Meditation gehört hast, egal ob das die Morning, Night oder die G13er ist, mach folgende Übung. Geh dann zu einem Spiegel und schau dir in die Pupillen. Du wirst in G13 dieselbe Übung machen. Und wenn du sie physisch auch gemacht hast, dann hast du das Bild auch vor dir. Ja? Und darum ist es wichtig, dieses Video eben zu sehen, weil ich erkläre dir hier etwas ganz Wichtiges. Und darauf solltest du dich halten, um den höchsten Effekt herauszuholen. Ja? Du machst auch dieses Video, ich muss es nicht machen, aber ich mache es, damit du einfach noch viel mehr verstehst. Ja? Also, du gehst zum Spiegel und schaust dir 15 Minuten lang in die Augen und das prägst du dir alles ein. Ja?
Und wenn du natürlich dann die Übung machst in G13, das ist so relativ am Ende, dann heißt es auch, stell dir einen Spiegel vor, wie du dich ansiehst. Ja, wenn du das natürlich echt gemacht hast, dann ist das die Visualisierung viel intensiver, weil durch das Ansehen in die Augen wirst du eine Verbindung zu deiner Seele aufbauen und dein höheres Selbst aktiviert diesen Zustand für dich. Ja, das heißt, du schaust dir dann 5 bis 15 Minuten lang in die Augen und dann fängst du an, alles loszulassen, angefangen von Familie, von deiner Arbeit, von deinen Hobbys, von deinen Freunden und so weiter. Wenn du das gemacht hast und du gehst so richtig dieses, stell dir aber vor, ab jetzt ist alles weg, ja, und du würdest alles verlieren und dann akzeptiere es und nehme es einfach an, weil es geht nur ums Loslassen, ja. Und du wirst dann nicht mehr emotional gebunden an alles, an die ganzen materiellen und emotionalen Verstrickungen mit Menschen, mit Dingen, mit Tätigkeiten, mit deinem Leben. Ja. Und also dein Gehirn entkoppelt sich dann von der physischen Realität. Das ist der Grund dieser Übung. Ja. Und wenn du das gemacht hast, dann gehst du in die dritte Phase. Und zwar, du musst dann oder kannst dich selbst loslassen. Ja. Das ist so wie, du lässt dich selbst los, dein Ich, dein Sein. Einfach so dieser Zustand, ich bin bereit zu sterben. Und wenn ich jetzt sterben sollte, es ist okay, ich nehme es an. Und dieser Zustand ist wichtig, weil das macht dann das ist der Übergang in den Awakening-Zustand. Das ist wie so eine Tür, du lässt dein Awakening-Zustand ist eigentlich gar nicht so schwer zu erreichen. Du erhöhst deine Frequenz von Liebe, Freude in den Frieden hinein. Dann bist du auf einer hohen Schwingung und dann ist alles gut und du bist einfach in diesem tiefen Frieden drin. Und dann lässt du alles los und dann lässt du dich selbst los. Und wenn du dich selbst losgelassen hast und bereit bist zu sterben und einfach dich hingeben kannst an das Universum, einfach zu sagen, ich kann gehen, ich bin ready, dann öffnest du eine Tür damit und übertrittst dein Bewusstsein in eine neue Ebene. Und das ist dann der Awakening-Zustand, der dann indiziert wird. Ja. Mach das jeden Tag nach einer dieser drei Meditationen, Morning, G13 oder Night, unmittelbar danach. Damit machst du die Induktion und es wird nicht immer klappen. Ja. Es kann sein, dass einer das beim ersten Mal erlebt, der nächste beim fünften Mal und der nächste nach einem halben Jahr. Aber es wird mit dieser Übung einfach verkürzt, der ganze Prozess. Das ist so einfach der Zugang. Einfach Schwingung erhöhen, loslassen und dann sich selbst loslassen und dann gehst du in den Zustand hinein. Ich habe es genau mit der Methode 2016 am 28. Februar gemacht und war dann eben 7 Monate in diesem Zustand drin. Da mache ich ein eigenes Video, wie das alles passiert ist. Und da erkläre ich das. Und das Gate 13 basiert genau auf dem, wie ich es damals gemacht habe und mit welcher Methode ich gearbeitet habe. Ich habe mich einfach jeden Tag mit Meditation in diese Zustände gebracht. Und als ich in diesem Frieden war, habe ich genau diese Spiegelübung gemacht. Und dann habe ich so den Zustand indiziert. Das ist einfach das Wissen der Methodik, der Erleuchtung aus verschiedenen Büchern und aus verschiedenen Kursen zu diesem Thema und Retreats. Also, wenn du das gemacht hast, du erhöhst einfach mit dieser Methode die Wahrscheinlichkeit, in den Zustand hineinzugehen. Wichtig ist, dass du eine Sache noch verstehen musst und das ist, dass du es nicht erzwingen musst oder kannst, weil wenn du jeden Tag sagst, heute und so weiter, dieses Gefühl von ich werde es jetzt bald erleben, macht, dass du es nie erleben kannst. Es ist wichtig, dass du in den Zustand hineinkommst, es wird passieren, wann es passieren soll. Weil der Buddha hat sein Leben lang nach der Erleuchtung gestrebt, hat alles gemacht und dann hat er jemand aufgegeben und hat gesagt, nein, es klappt nicht mehr. Er hat schon alles probiert, alle Methoden und Techniken und es klappt nicht. Und dann hat er sich zum Baum gesetzt und hat dann gesagt, ich gebe auf, ich lasse auch das loslassen, ich lasse die Erleuchtung los, ich will nicht mehr. Und in dem Augenblick, wo er auch den Weg der Erleuchtung loslassen wollte oder den Prozess der Erleuchtung, hat das dann erlebt. Und das liegt daran, dass die Erleuchtung, vergleicht das mit einer Sonne, die Sonne scheint immer und unsere Gedanken, die dich in einen Raum und Zeit binden, wie zum Beispiel, ich bin hier und ich bin nicht erleuchtet, heißt, dass da eine Wolke dazwischen ist, die das blockiert, weil du bist ja hier und du bist nicht erleuchtet. Wenn du aber diesen Prozess des Ich bin schon erleuchtet oder es ist egal,
es passiert, wenn es passieren soll, dann verschwindet diese Wolke des Prozesses, dass du die Erfahrung machst. Und dann wirst du draufkommen, dass die Sonne immer gescheint hat. Und jeder Pilot auf dem Planeten wird weiß, wenn er über die Wolken fliegt, dann ist jeder Tag Sonnenschein. Ja? Und wenn du einen Astronauten fragst, dann wird der Astronaut sagen, die Sonne scheint 24/7. Ja? Und so ist der Erleuchtungszustand, der ist immer da in uns. Und was wir mit dieser Methodik machen, ist, wir lassen einfach die Wolken verschwinden, um den Zustand zu indizieren. Ja? Und ich wiederhole es einfach nochmal, was so wichtig ist, versuch nicht den Zustand zu erzwingen, weil alleine der Gedanke, dass du nicht in diesem Zustand bist, macht die Blockade, dass du nie in diesen Zustand kommst, weil ja das eine Wolke ist, die dich an eine Raumzeit bindet. Ja? Wenn du aber sagst, es ist mir egal, im Grunde bin ich schon erleuchtet und ich tue jetzt nur Dinge, die meine Wolken verschwinden lassen und dann werde ich sehen, dass die Sonne immer gescheint hat. Und dann wirst du damit eben dieses Gefühl von du bist es nicht zu du bist es erleben. Okay, und wenn du das tust, diese Übung, dann kann Folgendes passieren. Und zwar, und an diesem Merkmal wirst du erkennen, dass du in diesen Zustand hineinkommst. Das sind nur ein paar Merkmale, ich mache da ausführlichere Videos dazu. Und zwar, du wirst entweder anfangen zu lachen. Bei mir war es damals so, ich habe 20 Minuten habe ich mich am Boden gelegt und habe mich totgelacht, weil ich erkannt habe, dass ich nicht gelebt habe, weil ich erkannt habe, dass ich nicht da war vorher. Mein Ego hat meinen Körper gesteuert und mein Gehirn hat mein Ausdruck, was ich sage, wie ich was sage, wie ich auf Dinge reagiere, und der Raum zwischen Reiz und Reaktion hat mein Gehirn gesteuert. Und ich habe halt gelacht, weil ich dort erkannt habe, dass ich nicht geboren war, und auf einmal war ich geboren. Und ich habe auch gelacht, weil ich gesehen habe und erlebt habe, dass nichts echt ist. Ja. Schwer zu beschreiben. Dann wirst du es merken an deinem Frieden, an deinem Weinen. Ja. Du weinst und lachst und da ist alles gekoppelt und jeder erlebt das was anderes. Ja. Dann wirst du es auch erleben, dass du nicht mehr wertest. Du wirst am Anfang vielleicht noch merken, wie Gedanken kommen, so, aber es gibt dann nichts mehr, wo sich die Gedanken anhaften können, weil die, denke ich, hier ist wie so ein Riesenkasten und da ist alles geordnet nach Kategorien und System. Und du wirst mehr, und da kommen immer Gedanken rein und die versuchen sich da einzukategorisieren. Und in diesem Zustand wirst du merken, unmittelbar nach dem Awakening-Zustand oder wenn du ihn indiziert hast, wie auf einmal die Gedanken kommen. Aber es gibt nichts, woran sie sich anhaften können, weil durch das Loslassen haben wir den Kasten umgekippt. Die Informationen sind noch da wie eine Festplatte, worauf man zugreifen kann, aber wir werden nicht mehr davon gelenkt. Dann die totale Annahme. Also du wirst erkennen und alles, was passiert, wirst du einfach annehmen. Ja, das ist ein Merkmal. Dann ein anderes Merkmal ist das Gefühl des Alleinseins. Du bist der Kosmos, du bist alles, du bist die Materie. Ich mache ein Beispiel, wenn du dann zum Spiegel gehst und du in den Spiegel schaust, dann wirst du nicht mehr deinen Namen sehen oder die Person, die davor steht, sondern du wirst dich identifizieren als der in den Spiegel schaut, also das Sein. Du wirst auch gleichzeitig der im Spiegel ist, dich identifizieren, gleichzeitig als der Spiegel und als der Raum dazwischen. Das heißt, du bist einfach das Bewusstsein, was sich gerade erfährt, und es gibt keine Trennung mehr. Wenn du in den Wald gehst, wirst du der Vogel sein, du wirst der Baum sein, du wirst der Boden sein, du wirst jedes Blatt sein, und deine Identifikation wird mit dem allem sein. Wenn ein Mensch auf der Straße steht, dann wirst du dich selbst ansehen, solche Sachen. Du wirst sprich keine Ich-Identifikation mehr haben. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, ich verliere meine Ich-Identifikation, dann, und ich will das nicht, dann weißt du, dass das gerade dein Ego ist, was sich selbst verliert und Angst davor hat. Weil die Seele hat keine Angst, ihr Ich zu verlieren, weil die Seele kein Ich hat. Die Seele ist ein Sein und die braucht kein Ich und keine Ich-Identifikation. Und das wirst du dann merken. Und wenn du jetzt dieses Gefühl hast, boah, ich will das nicht, ich verliere mein Ich, nein. Das ist dein Ego, was gerade aus dir spricht, und das ist das, was wir versuchen zu senken, die Kontrolle von diesem, dass dir gerade diese Emotion vielleicht geschickt hat, zu bekommen. Ja. Und dann werden wir die Herrscher unseres Körpers, unseres Gehirns, unserer chemischen Prozesse und unseres Verstandes. Ja.
und auch Energie dahinter. Ja, also du wirst dich mit allem verbunden fühlen und du wirst dieses Gefühl erleben, alles zu sein, das Universum. Und du wirst, manche werden hellsichtig und da passiert dort alles. Ne? Also, so funktioniert es. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Also du hörst in der Früh Morning Meditation, dann am Tag Gate 13, am Abend die Night Meditation. An einem dieser drei machst du dann deine Spiegeltechnik physisch. Ja? Es kann natürlich auch schon sein, dass diese Übung, dass diese Induktion in der G13 vorkommt, weil wir machen ja dasselbe in G13 am Ende, aber um es nochmal zu verstärken, empfehle ich es dir physisch zu machen und dann die doppelte Kopplung zu machen. Ja. Und das machst du dann eine Woche und danach hörst du dir eine Woche ungefähr nochmal die Morning Night an, die lange Version, also zwei Wochen die Morning Night und dann springst du rüber in die Blitzversion von der Morning Night und trainierst damit jeden Tag die Kohlwörter und bringst dich jeden Tag immer in einen höheren Bewusstseinszustand, wie in der Bewusstseinstabelle angeführt. Und dann machst du jeden Tag diese Induktionstechnik und damit ist die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöht, dass du diesen Zustand erlebst. Und wichtig ist eben, dass du dir auch vielleicht die anderen Videos ansiehst, die ich zu diesem Thema produziere, um einfach ein bisschen mehr Verständnis von dieser Thematik zu bekommen. Und da wird es oft Klick machen. Und dann wird es für dich viel, viel leichter sein, gewisse Denkmuster, die du noch hast, einfach komplett aufzulösen, damit alle Wolken verschwinden und die Sonne scheinen kann. Gut, ich wünsche dir viel Freude, viel Spaß. Sieh dir unbedingt auch das Nutzungsvideo von der Morning Night an. Da gehe ich noch detaillierter drauf ein und die beiden Nutzungsvideos von beiden in Zusammenarbeit werden das Ganze für dich dann unterstützen. Ja, eine Sache ist noch ganz wichtig, wenn du etwas erlebst, wenn du andere Bewusstseinszustände erlebst, ich möchte dich darum bitten, dass du mir bitte im Webshop eine Kundenmeinung hinterlässt, damit ich einfach sehe, was passiert bei dir, was erlebst du, welches Feedback bekomme ich dadurch und kann dann damit auf der einen Seite optimieren und auf der anderen Seite sehe ich, wie das, was ich tue, wie es wirkt bei anderen und kann auf Basis von diesem Wissen dann immer noch besser meine Arbeit machen. Also, bis zum nächsten Video, bis bald, ciao und viel Freude bei der Morning Night und bei G13.